Ganz wichtig ist es, ich habe hier eine gedruckte Testform und hier unten ist ein UGRA-Keil. Dieser Keil, das ist in der mitgelieferten Beschreibung dann erklärt, der sollte möglichst gleichmäßig grün sein und keine Abstufungen enthalten. Nur dann bin ich unter Normlicht und kann die Druckvorlage dementsprechend mit meinem Monitor vergleichen. Also was ich jetzt am Monitor sehe, werde ich die Druckvorlage unter Normlicht mit dem vergleichen, was am Monitor angezeigt wird. Stimmt das Resultat überein, kann ich die Messung so belassen. Wenn nicht, muss ich Kelvin, Candela einfach ändern und dementsprechend kälter oder wärmer meinen Monitor einstellen. Also für mich ganz wichtig, eine Kalibrierung ganz einfach mit Werte eingeben. Das alleine genügt nicht. Sie müssen danach mit einer verifizierten, gedruckten Vorlage und einer digitalen Referenz, wie man sie hier jetzt im Photoshop geöffnet hat, überprüfen. Dann haben Sie ein wirklich exaktes Bild. Diese gedruckte und digitale Referenzdateien können Sie beziehen im Internet unter come2print.ch. Im Shop ist es im Angebot. Ebenfalls beziehen können Sie hier noch die bekannten C-Lab und HLC-Farbfächer für eine medienneutrale Produktion.